Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Heute wird's tierisch mit hoffentlich tierisch guten Themen. Da hätten wir zum Beispiel die kleinen Taschentierchen aus Pokémon Karmesin und Purpur, die zum ersten Mal in der Seriengeschichte durch eine richtige Open World stapfen. Moment mal, das sind doch Monster und keine Tiere. Bruder, mach mir die Moderation nicht kaputt. Ja, aber man muss ja schon... Ich mag Tierchen. Dafür starten wir jetzt mit einem echten Tierchen, nämlich mit dem Goat Simulator. Der überspringt nämlich Teil 2 und macht einfach bei Nummer 3 weiter. Ob es diesen Sprung nicht nur in der Nummerierung, sondern auch bei der Qualität des Slapstick-Simulators gegeben hat, erzählt euch unser Simulationsprofi, Marc. Na, eigentlich haben wir einfach niemand anderen gefunden, der das Spiel spielen wollte. Sophia, mach mir bitte die Moderation jetzt nicht kaputt, die ist mir wirklich wichtig. Leute, dann halten wir also fest, diese Erzählung, Redakteurin, Redakteur XY bekommt ein Spiel zugewiesen, ist ausgelutscht und sollte vermieden werden. Sehr gut. Nächster Punkt. Wer macht den Goat Simulator 3 Test? Ach, kommt schon, Leute. Was ist mit Marc? Ja, genau, Marc ist doch unser Simulationsexperte. Soll der das machen? Ja, natürlich. Sehr gerne. Ey, versteht mich nicht falsch. Ich liebe wirklich viele Simulatoren. Rollercoaster Tycoon, SimCity, Sim Airport, alles geil. Aber es sind immer nur diese stumpfen Berufs- und Quatsch-Simulationen, bei denen sich alle feinen Redakteurinnen und Redakteure wegducken und Marc mal wieder einen Beitrag machen darf. Marc, ist alles okay? Mhm. Na gut, Goat Simulator. 2014 gab es den ersten Teil und das Ganze hat sich auf YouTube zu einem ziemlichen Kultspiel entwickelt. Zum zweiten Teil finde ich jetzt nichts. Ah, die lustigen Leute von Coffee Stain haben den zweiten Teil einfach übersprungen und direkt Teil 3 gemacht. Das ist lustig. Die Reviews sehen ja fantastisch aus. Die Leute lieben das Spiel. Sogar erfahrene Let's Player. Es gab in den letzten 8 Jahren kein Spiel, wo ich mich so sehr drauf gefreut habe. Das Spiel dieses Jahres. Oh, fick Elden Ring. Fick God of War. Ihr habt euch verzockt, ihr Deppen. Ich darf das Spiel des Jahres reviewen. Los geht's. Im Skyrim-Style starten wir die Reise ins Abenteuer auf einer Kutsche. Eine von diversen Referenzen, die mich im Verlaufe des Spiels erwarten. In den ersten Minuten wird klar, dass das grundlegende Prinzip des Goat Simulators beibehalten wurde. Schubse Leute um, schlecke Dinge mit deiner klebrigen Zunge an, sorge für Chaos. Soweit so lustig. Neu ist jedoch diese riesige Open World. Über die auf der Karte verteilten Ziegentürme können wir die Spielwelt Sangangora Abschnitt für Abschnitt freischalten. Da ist von Strand über Wald bis Stadt alles dabei. Mehr Areale wiederum bedeuten immer mehr verrückte Quests, die man erledigen kann. Beziehungsweise sollte man sie erledigen, um dann irgendwann zu erfahren, was sich hinter dieser durch Ketten gesicherten Tür verbirgt. Wie herrlich das ist. Ich habe noch Esther im Ohr, wie sie sich im Sonic-Beitrag über die leere, öde Open World beschwert und jetzt kriege ich dieses Spiel hier und es ist vollgestopft mit Zeugs, das man entdecken kann. Sämtliche Fahrzeuge sind steuerbar, vom Fahrrad bis zum Polizeiauto, überall gibt es kuriose Ausrüstungsgegenstände, mit denen ihr eure Ziege einkleiden könnt. Gebt euch mal diese putzigen Gummistiefel. Verschiedene Fortbewegungsmittel sind auch mit dabei, sodass ihr euch schneller und spektakulärer von A nach B bewegen könnt, um die Quests zu erledigen. Ach ja, die Quests. Da ist wirklich alles dabei. Ihr müsst eine Oma besiegen, die euch mit einer Bazooka beschießt, euch zum Präsidenten wählen lassen oder Sven beim Aufbau seiner IKEA, Svekia-Möbel zu helfen. Ihr merkt schon, da sind die angesprochenen Referenzen wieder. Wolfenstein, Counter-Strike, Free Willy, Mission Impossible, Pennywise. Die Liste scheint endlos. Mithilfe der Instinkte kann man übrigens auch abseits der Quests immer mal wieder ein paar Punkte sammeln. Mit den Punkten könnt ihr euch dann weitere Ausrüstungsgegenstände oder Skins für eure Ziege kaufen. Guck, plötzlich ist sie ein Schwein. Ja, Quests, Instinkte, was gibt's noch? Ah ja! Minispiele. Man kann mit bis zu 3 Leuten zusammenspielen. Entweder lokal über Splitscreen oder aber online. Ey. Das ist die Idee. Da können die anderen mal sehen, in was für ein geiles Spiel die mich reingequatscht haben. Die werden so neidisch sein, dass sie nicht dieses Spiel reviewen. Alleine wenn gleich das geile Skyrim-Intro kommt. Oh nee, nicht hier Skyrim-Intro. Ja gut, kein optimaler Start, aber dabei wird's ja wohl nicht... Alter!
Wusste ich's doch. Alle lieben das Spiel und die Gags und die Kostüme. Marc, deine Schuhe sind lustig. Danke. Oh ja, hier werden gerade Goat Simulator-Fans geboren. Diese Quest war toll. Die Minispiele machen auch Spaß. Verstecken spielen, Floor ist Lava, Fußball. Es ist die Zeit unseres Lebens. Für niemanden hier bestehen noch Zweifel an der Genialität dieses Meisterwerks. Ist das nicht cool gemacht, diese Welten? Mhm. Wir sind eine Gang. Ja. Und je länger wir spielen... Ja, okay, das war geil. ...desto... Supi. ...weniger Spaß macht es irgendwie. Na gut. Ja. Ja. Ach, ja. Abbruch nach nicht mal 2 Stunden. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Ich habe hier eine vollgestopfte Karte, Absurditäten und schön dumme Gags an jeder Ecke, Quests noch und nöcher. Wie kann einem da der Spaß an dem Spiel verloren gehen? Klar, es gibt Bugs hier und da. Habt ihr zum Beispiel gesehen, dass bei jedem von uns die ganze Zeit ein eingefrorener Untertitel aus dem Intro steht? Na gut, das kann man ja noch beheben. Und Bugs gehören ja auch irgendwie zu dem Spiel dazu. Und sind ja auch lustig teilweise. Was ist mit dem Auto los? Okay, ich spiele das jetzt durch und beim Finale wird man sich sicherlich was Episches ausgedacht haben, was mich zurück zur Begeisterung bringt. Ja, aber Multiplayer macht schon deutlich mehr Bock als alleine. Hallo? Keiner mehr da. Dann halt mit random Leuten. Das geht nur mit Freunden? Na gut. Nur noch schnell... Oh, nö. Schnell am Arsch. Ich muss schon wieder so einen Berg hoch? Und dann wieder eine Quest, wo ich Sache X durch Schlecken mit der klebrigen Zunge irgendwo hinbringen muss. Das ist so gut wie immer so. Person anschlecken, in den Käfig bringen. Gegenstand anschlecken, irgendwo ablegen. Tier anschlecken, ins Meer schmeißen. So unterschiedlich und kreativ die Aufgaben zunächst scheinen, so absolut gleich sind sie eigentlich. Wäre doch geil, wenn man mal zusammen eine lange Zungenkette bilden müsste. Oder die Bremer Stadtmusikanten nachahmen. Die Minispiele sind leider auch nur spaßig für 1-2 Runden. Ehrlich gesagt haben wir nicht den Drang verspürt, uns da öfter reinzustürzen. Nur nochmal. Wie nochmal? Ja, nochmal jetzt. Oh nee. Es hilft nichts, drumherum zu reden. Der Goat Simulator ist leider... leider muss man zusammenfassen, dass... Ja, meine Güte. Es gibt einige lustige Momente. Es wurden mit sehr viel Liebe zum Detail Easter Eggs, Referenzen und lustige Gimmicks versteckt. Die Welt sieht hübsch aus und bietet Abwechslung und ja, mit entsprechender Übung kommt man so einem Berg dann auch schneller hoch. Aber Trant hat irgendwie schon recht. Es ist schwacher Spaß. Der ist nicht gehaltvoll und der sättigt nicht. Nach unserer Zock-Session kam irgendwie nicht so richtig das Gefühl von ui, das hat Spaß gemacht, morgen nochmal auf. Sondern eher so, puh, in der Zeit hätte man auch andere Dinge machen können. Wer auf den Meta-Humor des Spiels steht, wird auch das Finale sehr mögen und kann bis dahin gute 15 Stunden verbringen. Ob einem das die 30 Euro wert ist, muss halt jeder selbst entscheiden. Geht ja eigentlich klar. Man kann ja vielleicht sagen, das Spiel ist keine komplette Zeitverschwendung, aber auch nicht das Spiel des Jahres. Ach ja, eine Minimap wäre noch geil gewesen. Moin moin und hallo. Krogi ist zurzeit im Urlaub, deswegen tische ich euch zur Abwechslung mal die News der Woche auf. Wir haben ja schon häufiger über die Bauchschmerzen von Sony aufgrund der Activision Blizzard-Übernahme durch Microsoft berichtet. Diesbezüglich gibt es jetzt neue Entwicklungen. Zur Erinnerung, der Deal ist 69 Milliarden Dollar schwer und wird zurzeit in Kommissionen von 16 Ländern geprüft. Damit stellt er zum Vergleich selbst Elon Musks 44 Milliarden Dollar teuren Erwerb von Twitter in den Schatten. Dadurch könnte auch Shooter-Dauerbrenner Call of Duty zu einem Microsoft-Exklusivtitel werden. Sony fechtet diesen Deal seit Bekanntwerdung an, was einen Streit zwischen den beiden Tech-Konzernen entfacht hat. Um die Wogen zu glätten, hat Phil Spencer, der Leiter von Microsofts Gaming-Sparte, im Oktober klargemacht, dass Call of Duty auch zukünftig möglichst vielen Spielerinnen und Spielern zugänglich bleiben soll. Aber dem guten Willen noch nicht genug. Laut der New York Times hat Microsoft Sony jetzt ein Angebot gemacht, die Shooter-Reihe garantiert für weitere 10 Jahre im PlayStation Store anzubieten, um somit die befürchtete Monopolstellung zu entkräften. Sony hat bisher noch nicht geantwortet, dafür aber eine unabhängige Handelskommission, die Federal Trade Commission. Die ist nämlich noch nicht ganz davon überzeugt, dass sich Microsoft durch den Deal keinen unfairen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Von einem Monopoly-Spiel direkt zum nächsten. Google bezahlt vermutlich seit Jahren andere Firmen, dass diese keine weiteren App-Stores neben dem hauseigenen Play-Store entwickeln. Zur Klage von Epic Games gegen Google aus dem Jahr 2020 sind jetzt neue interessante Fakten ans Tageslicht gekommen. Damals wurden Google wettbewerbswidrige Praktiken vorgeworfen. Laut eines neuen Berichts der Nachrichtenagentur Reuters hätte der Tech-Gigant Activision Blizzard eine Summe von 360 Millionen Dollar gezahlt, damit diese keinen eigenen App-Store auf den Markt bringen. Aus dem Bericht geht hervor, dass Google aus demselben Grund auch dem chinesischen Konzern Tencent, zu dem beispielsweise League of Legends Studio Riot Games gehört, 30 Millionen Dollar gezahlt habe. Auch Nintendo, Ubisoft und die Meditations-App Calm sollen in solche Absprachen verwickelt worden sein, allesamt mit dem Ziel, das Ökosystem des Android App Stores zu stärken. Google streitet diese Vorwürfe laut Nachrichtenseite CNET allerdings ab. Schluss mit fetten Millionen-Deals, kommen wir zu den kleineren Meldungen im kompakten, schnittigen Ticker. Breathtaking AAA. Keanu Reeves hat sich mit der Rolle als John Wick in die Herzen vieler Actionfans gespielt. Passend zur Veröffentlichung des vierten Films im nächsten Jahr will Lionsgate jetzt eine AAA-Videospielumsetzung zur Actionfilmreihe in Angriff nehmen. Preishagel. Bei den diesjährigen Game Awards am 8. Dezember könnten God of War Ragnarok mit 10 und Elden Ring mit 7 Nominierungen am häufigsten abräumen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Kategorien, in denen kleinere Titel eine Chance haben, wie zum Beispiel Scorn in der Kategorie Best Art Direction oder Neon White als Best Indie Game. PlayStation speckt ab. Laut einem Bericht von Leak.co und zusätzlich von Brancheninsider Tom Henderson bestärkt, soll die PlayStation 5 mit großer Sicherheit Ende 2023 ein paar Pfund verlieren. Ob es sich dabei um eine offizielle PS5 Slim handeln wird, bleibt abzuwarten. 20 Jahre Stealth. Zuletzt hörten wir von Ubisoft über das Remake des ersten Splinter Cells vor ungefähr einem Jahr. Jetzt wurde eine Reihe früher Konzeptzeichnungen veröffentlicht. Obendrauf gibt es als Anheizer die PC-Version des Klassikers bis Ende November kostenlos. Hex Hex! Nachdem Fans 8 Jahre lang auf Bayonetta 3 warten mussten, könnte der nächste Teil schneller um die Ecke kommen. Denn schon jetzt sendet Bayonetta-Erfinder Hideki Kamiya auf Twitter klare Signale für einen Nachfolger. Die Gorillas sind schuld. Die zahlreichen Spieler des Battle Royale-Modus Warzone 2.0 aus Call of Duty haben einen neuen Exploit im Spiel gefunden. Der sogenannte Gorilla Walk oder auch G-Walk. Der ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, in einem Affenzahn über die Map zu flitzen und macht sie nebenbei verdammt schwer zu treffen. Im Affenzahn kommen auch die verrückten Rides und Attraktionen von Park Beyond daher. John konnte einen ersten Blick auf den Freizeitparkmanager riskieren und sagt uns jetzt, wie Beyond Park Beyond wirklich ist. Bitteschön. Ja, Matthias, das konnte ich, zumindest im Ansatz, während eines Vorschau-Events herausfinden, bei dem ich das Tutorial, eine Mission und den reduzierten Sandkastenmodus ausprobiert habe. Dass Rollercoaster Tycoon und Planet Coaster auf den Markt gekommen sind, ist nun schon eine ganze Weile lang her. Das dachte sich das deutsche Studio Limbic Entertainment auch. Und weil es denen anscheinend in den anderen Spielen etwas zu realistisch herging, entstand die Idee zu Park Beyond. Hier könnt ihr selber einen Park gestalten und dabei erleben, was passiert, wenn Technologie und sogar die Schwerkraft selbst keine Hindernisse mehr darstellen. Um das Unmögliche möglich zu machen, gibt es sogenannte Impossifications, mit denen ihr aus dem normalen Leben bekannte Stationen eines Freizeitparks zu abgedrehten Attraktionen weiterentwickeln könnt. Aber in Park Beyond geht es nicht nur darum, sich so wild wie möglich auszutoben. In der Kampagne werdet ihr als visionäre Star-Architektin oder Architekt angeheuert, um mit frischen Ideen einen begeisternden, aber auch profitablen Vergnügungspark ins Leben zu rufen. Aber keine Angst, bei eurem Werdegang unterstützen euch die beiden hier mit reichlich Ratschlägen, sowohl was das kreative Gestalten eurer Achterbahn und Attraktionen, als auch die Verwaltung eures Budgets und Ausrichtung eures Parks angeht. Die Vielzahl an Optionen in so einem Freizeitparkbaukasten können überfordernd sein. Aber dadurch, dass man zu Beginn mit kleinen Informationshappen versorgt wird, ist das nicht direkt erschlagend. Aber ein bisschen eingewöhnen muss man sich schon. Das freie Bauen einer eigenen Achterbahn ist zwar intuitiv, aber trotzdem habe ich nicht immer sofort gecheckt, welches Modul wie wohin passt. Park Beyond will den Spagat zwischen fordernder Wirtschaftssimulation und dem Ausleben kreativer Ideen schaffen. Spielerinnen und Spieler aus beiden Lagern können selbst wählen, worauf sie ihren Fokus legen wollen. Entweder tobt ihr euch im Erschaffen unmöglicher Fahrgeschäfte aus oder fuchst euch durch das tiefgründige Parkmanagement. Beides geht natürlich auch. Das Drehen am Unmöglichkeitsrad hat auf jeden Fall jetzt schon Spaß gemacht. Ob es bei der Gestaltung auch wirklich genug individuelle Freiheiten gibt, können wir aber erst 2023 herausfinden. Danke, John. Also ich nehme jetzt die individuelle Freiheit, nach Hause zu gehen. In diesem Sinne macht's gut. Tschüss, euer Matthias.
Die Pokémon-Reihe ist schon ein seltsames Biest. Auf der einen Seite super erfolgreich und sehr beliebt. Auf der anderen Seite super träge, was inhaltliche Weiterentwicklung angeht. Das letztjährige Spin-off Legenden Arceus hat schon ein bisschen was Neues gewagt, war dabei aber nicht durchgängig konsequent. Mit Karmesin und Purpur soll jetzt aber ein richtig frischer Wind durch die hüfthohen Gräser dieser Pokémon-Welt geweht werden. Aber, kleiner Spoiler, unser Pokémon-Experte Markus ist nicht ganz happy damit. Der soll mal mit Relaxo abhängen. Tja. Jedes Mal, wenn eine neue Pokémon-Generation ansteht, freue ich mich ungefähr so. Dieses Mal gibt es vielleicht sogar noch mehr Grund zur Freude als sonst, denn erstmals in der Hauptreihe dürfen wir das machen, worauf ich und viele andere Fans schon seit Ewigkeiten warten. Eine offene Pokémon-Welt bereisen. Diese neue Welt heißt Paldea und ist thematisch an Spanien und Portugal angelehnt. Ihr seid wie immer ein frisch zugezogenes Kind, das am Anfang des Spiels sein erstes Pokémon erhält, um damit auf Reisen zu gehen. Neu ist allerdings, dass ihr auch Schülerin oder Schüler der örtlichen Pokémon-Akademie seid. Statt den ganzen Tag zu büffeln, schickt euch der Direktor aber direkt zur freien Projektarbeit, um euren eigenen Schatz zu finden. Was das sein soll? Wodka Gorbatschow. Ja, das vielleicht auch, aber in erster Linie meint er damit die drei großen Questlines. Bei der Straße der Sterne gilt es der Querulanten-Gang Team Star das Handwerk zu legen, indem ihr deren Basen einnehmt. Dafür müsst ihr innerhalb von 10 Minuten 30 gegnerische Pokémon besiegen, was nach viel klingt, in der Praxis aber ziemlich schnell erledigt ist. Der Kampf gegen den jeweiligen Basenboss ist da schon interessanter, weil der durchaus starke Pokémon hat und außerdem gleich sein ganzes Auto einsetzt. Stark und vor allem groß sind die Herrscher-Pokémon, die ihr auf dem Pfad der Legenden aufspüren müsst, der zweiten großen Quest. Hier erwartet euch ein Bosskampf, den ihr allerdings zu zweit mit eurem NPC-Kumpel Pepper bestreitet. Sonderlich herausfordernd ist das also nicht. Zur Belohnung für das bezwungene Riesenmonster erhält euer Reitdrachen aber neue Fähigkeiten zur Fortbewegung. Die letzte große Aufgabe ist der klassische Weg eines Pokémon-Trainers. Besiegt alle 8 Arena-Leiterinnen und Leiter und fordert schließlich die Top 4 des Landes heraus, um Champ zu werden. Die drei Pfade bringen auf jeden Fall frischen Wind in den sonst immer gleichen Pokémon-Trott, vor allem, weil ihr sie in beliebiger Reihenfolge bestreiten könnt. Wobei, so ganz beliebig geht das auch nicht, denn alles hat seine festen Level. Erledigt ihr also zuerst Trainer in späteren Gebieten mit starken Pokémon, vernichtet ihr später problemlos die schwachen Anfangstrainer. Da wäre es wünschenswert gewesen, wenn sich die Areale eurem Level anpassen. Außerdem gibt es noch landschaftliche Grenzen. Wenn ihr etwa zu früh im Spiel versucht, mit eurem Drachen einen Berg zu erklimmen, passiert sowas. That was awesome. Dass ich erst mit allen Drachenfähigkeiten so richtig frei erkunden kann, ist aber verkraftbar. Weniger schön ist allerdings die enorme Formelhaftigkeit der drei Questlines. Nehmen wir zum Beispiel die Team Star Mission. Die sind immer exakt gleich aufgebaut. Telefonat, stumpf 30 Pokémon besiegen, den Boss mit seinem Auto umhauen, Flashback, Belohnung. Das ist auf Dauer echt ermüdend und nicht wirklich spannend. Woran ich bei der Erkundung der Welt aber noch mehr zu knabbern hatte, war eine andere Sache. Hallo? Jemand zu Hause? Nach über 25 Jahren endlich keine wildfremden 10-Jährige mehr, die Tag und Nacht durch unsere Wohnung trampeln. Ja, wer hätte gedacht, dass es reicht, einfach nur die Tür abzuschließen? Eine geniale Idee, Hannelore. Wie bist du da? Hallo? Hallo, ich will doch nur kurz mit Ihnen reden, Ihren Müll durchwühlen, ungefragt Ihre Pokémon streicheln. Ja, vielleicht noch in Ihrem Bett schlafen. Hallo? Ich kann Sie sehen. Verzieh dich, du Bengel! Bei solchen nervigen Kiddies kann man schon verstehen, warum die Menschen in Paldea ihre Wohnungstüren lieber geschlossen lassen. Nur leider gibt es deshalb ziemlich wenig zum Erkunden, weshalb ich immer nur schnell wieder raus will aus der Stadt. Aber auch da fehlt es an einigen Dingen. Zum Beispiel gibt es keine, ich nenne es mal Dungeons. In früheren Spielen gab es wenigstens mal ein Schiff wie die MS Anne oder einen gruseligen Geisterturm mit kleinen netten Nebengeschichten.
Das fehlt in Paldea leider komplett. Noch dazu sind die Landschaften ziemlich öde gestaltet. Halbwegs spannende Orte wie eine Olivenplantage oder ein Bambuswald sind die Ausnahme und Dinge wie die leere Wüste hier und der triste verschneite Berg dort der Standard. Das sieht alles so generisch und langweilig aus, dass die Paldea-Region für mich die bis jetzt schlechteste Pokémon-Welt ist. Schauen wir uns daher lieber mal schnell die neuen Taschenmonster an. Davon gibt es ganze 103 und die sind, wie die letzten Male auch, von landestypischen Dingen inspiriert. Da die Vorlage für Paldea Spanien ist, lag es für die Designer wohl auf der Hand, einfach einen Tapas-Teller mit Pokémon zu bestücken. Man nehme etwas Schinken, dazu ein paar Oliven, eine feurige Chili und am Ende noch schön Salz drüber. Fertig. Diese Designs sind sogar noch irgendwie charmant, aber der Paldea Pokédex hat noch richtig schlimme Abscheulichkeiten zu bieten. Hier zum Beispiel ein Motoren-Pokémon. Oder hier, bei der Weiterentwicklung von Dumiesel, haben sie einfach das Hinterteil nochmal dran gepappt. Und wieso sieht der goldene Dude aus wie... Der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad, der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad, der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad. Aber für mich persönlich sind die beiden Reitdrachen am schlimmsten. Auf dem Cover sehen sie ja echt cool aus, aber wer kam bitte auf die Idee, Motorräder aus ihnen zu machen? Normal auf ihnen zu reiten wäre doch voll in Ordnung gewesen, aber wieso haben die Räder? Aber vielleicht ist ja jetzt auch einfach der Punkt erreicht, an dem ich zu alt für Pokémon bin. Markus? Warum die Schnute? Ach, weißt du, ich glaube, ich bin langsam zu alt für Pokémon. Diese ganzen Motorrad- und Autoviecher, die sind einfach nicht mehr cool. Hey, hey, mein kleines Regengesicht, mein Pokémon-Meister. Schau mal her. Magnetilo, zwei schwebende Magnete. Okay. Incognito, das ist ein Buchstabe. Klavion, ein Schlüsselbund-Pokémon mit richtigen Schlüsseln. Gelatwino, zwei Eistüten mit dem Strohhalm. Ja gut, die kenne ich alle, aber was würdest du mir jetzt damit sagen? Markus, Pokémon waren schon immer unlogisch und dumm. Aber natürlich. Danke, Kuro. Endlich kann ich wieder Spaß mit Pokémon haben. Mein Leben hat endlich wieder einen Sinn. Ein Motorraddrache macht mir noch lange kein Spiel kaputt. Könnte aber auch daran liegen, dass man sich auf der anderen Seite mit sogenannten Paradox-Pokémon mal richtig was getraut hat. Das sind prähistorische und futuristische Formen von bekannten Monstern wie hier von Donphan. Die haben auch etwas mit der bisher wohl mutigsten Story eines Pokémon-Postgames, um entweder Professorin Antiqua oder Professor Futurus zu tun, aka Professor Gigachad. Aus Spoilergründen gehe ich da jetzt aber nicht näher drauf ein. Schade an der ganzen Sache ist nur, dass man eine so spannende Thematik nicht schon viel früher im Spiel aufmacht. Aber immerhin gibt es genug neue Features, die das Spielerlebnis bereichern. Das größte davon ist wohl die Terra-Kristallisierung. Dabei ändert sich der Typ des jeweiligen Pokémon, was für spannende Kämpfe sorgen kann. Hier das Mogelbaum vom Arenaleiter Kolso zum Beispiel ist eigentlich Typ Gestein. Durch die Terra-Kristallisierung ändert sich sein Typ aber zu Pflanze, wodurch es seine vorherigen Schwächen verliert. Das bringt ordentlich Taktik in die Kämpfe, da man die Kristallverwandlung nur einmal pro Kampf bei einem beliebigen Pokémon einsetzen kann. Ob die Kämpfe im kompetitiven Bereich dadurch aber vielleicht sogar chaotischer und vor allem unberechenbarer werden, wird sich erst noch zeigen. Die neue Let's-Go-Funktion hingegen ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dadurch könnt ihr eure Pokémon ohne euer Zutun auf wilde Monster loslassen und so beiläufig Erfahrungspunkte und auch Ressourcen zum Craften neuer Attacken sammeln lassen. Außer eure Monsterkumpel stehen lieber doof in der Gegend rum. Abgesehen davon gibt es noch reichlich Quality-of-Life-Verbesserungen. Das sind Kleinigkeiten wie Shortcuts, um Pokémon mit nur einem Tastendruck automatisch zu heilen oder dass Attacken jederzeit im Menü wieder erlernt werden können. So dankbar ich darüber bin, so sprachlos bin ich auch, dass still und heimlich wichtige Optionen entfernt wurden. Beispielsweise könnt ihr die Option, bei einem gegnerischen Pokémon-Wechsel auch das eigene Monster austauschen zu können, nicht mehr deaktivieren, was eine Möglichkeit ausradiert, den Schwierigkeitsgrad wenigstens etwas zu erhöhen. Immerhin war der Pokémon-Gott in Sachen Multiplayer gnädiger. Denn nun könnt ihr jederzeit mit bis zu drei weiteren Mitspielerinnen und Mitspielern die Welt unsicher machen.
Hauptsächlich werdet ihr euch dabei sicherlich in die Terra-Raids stürzen. Wie in Schwert und Schild sind die Raid-Pokémon stärker als ihre wilden Artgenossen und haben zufällige Terra-Typen. Die Kämpfe können recht fordernd sein, sobald alle Beteiligten wissen, was sie tun, sind die meisten aber auch ein Kinderspiel. Und was macht ihr danach? Tja, ihr könntet zusammen witzige Selfies machen, die ihr dann auf euer Trainerprofil packen könnt. Oder ihr belegt zusammen ein Sandwich. Ein bisschen Salat hier, ein paar Tomaten da, da eine Scheibe Schinken. Moment. Schinken? Stopfen sie hier gerade etwa alle mit meinem Lieblingsschweine-Pokémon Ferkuli voll? Ja, guten Tag. Ja, bin ich da bei der Pokémon Company? Okay, gut. Ich habe nämlich da eine wichtige Frage. Also, ich kann im Spiel ja Sandwiches mit Schinken belegen. Von welchem Pokémon stammt denn der Schinken? Aha. Ja, genau. Nein. Aha. Wirklich? Okay. Alles klar. Danke. Tschüss. Der Schinken ist vegan! Yes! Ach, ja gut, dann bin ich erstmal erleichtert, dass es meinem kleinen, dicken Freund gut geht. Ändert aber nichts daran, dass der Sandwich-Simulator wenig Spaß macht. Selbst wenn die Boni der Häppchen gar nicht so übel sind. Zum Beispiel eine erhöhte Chance auf Shiny-Pokémon. Das war's dann aber auch mit dem Multiplayer. Kommen wir also zu einem Punkt, der euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit in den Augen schmerzt. Der Grafik. Ja, Karmesin und Purpur sind echt keine schönen Spiele. Die Charaktere und Pokémon selbst sehen noch ganz schick aus, aber die gesamte Welt wirkt matschig und detailarm. Texturen laden häufig spät nach oder fehlen einfach komplett. Es gibt außerdem Pop-ins an jeder Ecke, unschöne eckige Schatten, mysteriös schwebende Pokébälle und was geht bitte hier ab? Dazu gesellen sich massive Einbrüche in der Bildrate. Schaut mal, wie lässig der Boy hier die Treppe runterzappelt. Die Menüs brauchen außerdem ewig zum Laden. Und ey, nicht mal der Abspann läuft flüssig. Why are we still here? Just to suffer. Ach, und reichlich Kameraprobleme gibt's auch noch. Die Vielzahl an technischen Mängeln hat mir manchmal wirklich den Spaß genommen. Bevor jetzt jemand nach einer Switch Pro brüllt, die fehlende Hardware-Power ist keine Ausrede. Schließlich konnte die olle Switch auch sowas hier darstellen und selbst das 4 Jahre alte Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli sah um einiges besser aus. Vielleicht sollte die Pokémon Company auch mal ihren straffen Release-Plan etwas überdenken und den Spielen mehr Entwicklungszeit geben. Denn neben der miesen Technik ist auch noch die Präsentation ziemlich altbacken. Im Intro werden wir mit einer lahmen Standbildshow begrüßt, es wird ständig an Animationen gespart und was teilweise im Hintergrund passiert, scheint auch völlig egal. Außerdem gibt es nach all den Jahren immer noch keine Sprachausgabe, weshalb manche Szenen einfach weird wirken. Ja, der technische Zustand ist nicht nur ziemlich peinlich, sondern auch ein bisschen frech. Von dem erfolgreichsten Franchise der Welt erwarte ich definitiv mehr. Aber auch in den anderen Bereichen bewegen sich die neuen Editionen einen Schritt vor und zwei zurück. Die offene Welt mit der gewonnenen Freiheit steht der Serie super und bereichert das Spielgefühl ungemein. Gleichzeitig ist die Welt selbst viel zu lieblos gestaltet und die Aktivitäten darin zu formelhaft. Ich kann nur hoffen, dass sich die Pokémon Company nicht zu sehr auf dem immensen Erfolg ihrer Marke ausruht und dabei den Anspruch auf Qualität immer weiter hinten anstellt. Sonst bin ich vielleicht bald wirklich zu alt für meine Lieblingsspieleserie. So schnell wie ein aufgescheuchtes Abra verschwinden wir jetzt auch schon wieder. Das war's diese Woche mit Game 2. Aber keine Sorge, kommenden Samstag könnt ihr euch natürlich schon die nächste Folge anschauen. Das mit dem Anschauen können gilt nicht unbedingt auch für die Fußball-WM in Katar. Warum die gerade so umstritten ist, verraten euch unsere Kolleginnen und Kollegen von Zweifelsfrei. Jetzt aber, wieder schauen. Reingehauen.